doch, die werden Oberhof Take 3. Ja, 2016 Rio, 2018 Pyeongchang. Pyeongchang. Oberhof Legenden heute mit Wolfgang Hoppe und Mate Trübner. Wie lange seid ihr schon tätig im Boxsport? 120 Jahre zusammen. 77, ich bin jetzt hier im Haus 38 Jahre. Hätte man sich nicht vorstellen können. Am ersten Tag dachte ich, hier bleibst du nicht. Opfri, du hast ja gesagt, Anfang 80er dann angefangen und warst dann Doppel-Olympiasieger 84. Ja. Eigentlich auch relativ unerwartet, oder? So wie das. Also ich war ja noch ewig lang dann nicht auf diesem Planeten, aber was man so her. Du lagst noch an der Windel, oder? Abrahams Wurstkäse. Das ist sicherlich auch die Meinung vieler, dass ich die Schmiede an sich die günstigste auch für mich war. Man muss ja immer in den richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck sein und den richtigen Förderer haben. Ich bin ja zum Aufnahmetest gekommen. Ich war zwar mit Mathe zusammen früher Zehnkämpfer und bin dann im Grundwehrdienst gewesen, anderthalb Jahre, habe mich dann in Auseinandersetzung mit dem Thema Bob dort ein halbes Jahr im Winter mit unseren Motoballern in der Polder vorbereitet, weil die nur Haltenzeiten hatten. War, ich sage mal, als Athlet nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Und das Trainerkollegium um Erich Enders, Raimund Bethke, die haben dann entschieden, der hat familiäre Bindung am Motorsport. Da versuchen wir es, wenn er auch gleich Pilot werden will, mit ihm mal auf der Pilotenposition. Und so ist das entstanden. Dann hatte ich natürlich auch gute Lehrmeister mit dem Meinert. Mein erster Pilot war der Germi, der mich das erste Mal überhaupt hier mit vom Herrenstadt runtergenommen hat. Als Mannschaftsfahrer begonnen, bin mit dem Bernhard Lehmann gefahren und habe dabei ab 80 versucht zu fahren. Konkurrenz war übermächtig. Mit dem Germi gefahren. Ich konnte mich nie so richtig zwischen. Ich habe mal gehört, du bist mir auf dem Pilotensitz vorgekrabbelt. Ja, erzähl mal die Geschichte. Ja, das war ist ganz in Innsbruck. Also ich stand daneben, mit großen Augen. Wir starten im Vierer. Und der Lehe meinte, ach nee, Bernhard Lehmann ist gemein. Jetzt habe ich mich gezerrt, jetzt lasse ich mal den Pilotenbügel los. Schert aus. Oh, waren wir noch zu dritt. Ich als Zweiter, na gut, gehst du halt vor. Keine Brille auf, das war eigentlich das Schlimmste, dass die Augen getränt haben. Aber ich bin ja schon ein bisschen gefahren vorher. War im Prinzip kein Problem, was der Bahnsprecher zum Beispiel nicht wusste. Er hat einen Terror gemacht an der Bahn, weil der Pilot oben ausgeschert war. Das war euer erstes Zusammentreffen dann mit der westdeutschen Mannschaft. Na gut, wir haben die Systeme sind eigentlich so zusammen, dass die Funktionärsebene das eine war. Die sind ja zusammengerückt als erstes, haben ja praktisch dort ja zusammen diese ganze Geschichte aufgebaut. Wir hatten sicherlich auch den technischen Know-how. Mhm. Davon haben ja viele Sportler dann in den Übergang zur einheitlichen Mannschaft auch profitiert. Das hat sich so, man kannte ja, die Sportler kannten sich ja untereinander schon. Also es war jetzt kein Problem dann. Das war jetzt nicht so, dass man dort ja, ich sag mal, jeder in seinen Käfig gelebt hat, sondern man hat ja auch dort ja schon vorher ausgetauscht. Da gab es auch schon, ich sag mal, dass man von den einen oder anderen mal eine Kufe sich geliehen hat. Das durfte zwar kein Funktionär wissen, aber es war eigentlich, für uns war das eigentlich normal in den Sportleben. Ich denke, das der Weg und dieser Übergang eigentlich keine großen Nahtstellen hatte. Gab es keinen Krieg, früher gab es den Kalten Krieg. Nach der Zusammenführung war das normal, dass wir unter einer Flagge starten. Und ich denke mal, beide Seiten haben profitiert. Das war ein Geben und ein Nehmen. Ich sehe heute noch vor mir, wie er an der Bahn kam, Kurve 12, daher geschlendert, hatte die Klamotten von Rodeln an. Wärmeklamotten, kann ich hier mitmachen? So, wissen deine Trainer Bescheid? Nö, ja, dann hoch. Setzt sich rein und er ist dann runtergefahren, ist die erste Fahrt hinten drauf gefahren. So war das der Beginn einer unnachahmlichen Karriere und uns verbindet heute noch vieles. Das ist eigentlich oder waren Momente, die man nicht missen. Die erste Fahrt, ich weiß es noch wie heute, Germi steht schon oben, sitzt im Schlitten. Doch du brauchst nur einen Ruck geben und dann reinspringen und Kopf runter. Und vom Herrenstadt auf einer Rodelbahn, wer jetzt als Bobfahrer sich so ein Insider ist, unbeleckt, kraftstrotzend, aber wie setzt du deine Kraft ein? Mir war es dann spätestens unten im Kreisel bewusst, mir hat jemand einen Gullideckel auf den Rücken gelegt.
Ich hätte die Hämorrhoiden vom Germi zählen können und hätte mich nicht weiter berühren können in den Schlitten. So war der erste Eindruck. Und das wurde dann noch von Fahrt zu Fahrt immer besser. Man hat dann im Prinzip auch die Bahn besser kennengelernt und hat dann gewusst, in welcher Kurve, nach welcher Seite man sich legen muss. Ja, dann Hopfried, Mathe, danke. Bitte. Gerne. Wir sehen uns ja wahrscheinlich noch öfters. Könnte passieren. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche wieder. Let's go.